Scheinwerferkunst. Hallo. Toto Isa. Oh, eine Apparatur. Ich kotze. Mein Name ist Toto Isa. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Toto Isas Apparatur. Da hätte ich es gewusst. Warum immer ein Apparaturschrein? Ich hasse Apparaturschrein. Da ist nichts. Okay. Oshin-Schild. Schilder habe ich Platz. So. Okay. Ich sehe schon. Das war jetzt die einfache Lösung. Jetzt kommt was. Oh Gott. Alter Schilder. Das reicht mir. Oh. Was ein Scheißdreck. Ich find's immer so krass, wie doll man diesen Switch-Controller drehen muss. Dass man da, weil. Das ist, keine Ahnung. Entgegen meiner Handmuskeln ist das alles. Okay. Okay. So vielleicht. So, jetzt muss ich versuchen, irgendwie auf Beenden zu drücken. Und das, wenn der Controller komplett umgedreht ist und weg, ist das alles gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist zu schräg. Komme ich hier rüber, aber das ist nicht das Rätsels Lösung. Ja, einfach nur rüber zu kommen, ist ja nicht die Kunst, sondern die Truhe zu finden mit dem Schlüssel drin. So. Dann beginnen wir erneut. Eigentlich muss ich noch mal kurz. Ich muss noch mal kurz hier gucken, ob hier noch was drunter war. Unter diesem hier. Ne, okay, oh Gott. Da war nichts drunter, okay. Immerhin. So, jetzt darf ich mal gucken, wie ich das andere Ding jetzt zurechtlege. So, hier muss ja irgendwo dann eine Truhe sein oder sowas. Oder ähnliches. Ach, guck mal an, da. So, ihr wisst gar nicht, wie doll ich den blöden Controller drehen muss. Das ist der absolute Hammer. Und dann soll ich irgendwie B drücken.
Alter. Ist ja mit Drehen nicht getan. Ich muss ja nochmal drücken. Und das geht einfach nicht, weil man die kompletten Controller dreimal rumgedreht hat. Oh, Oreo, okay. Schade. Ah, war nett mit dir. Dankeschön, dass du reingeschaut hast. Ja, gerne wieder. Ich habe deine, deine Freundes-ID. Habe ich mal. Und ich wünsche dir auch einen wunderschönen Abend. So. Vielleicht das nicht perfekt. Perfekt hingestellt hier. Guckt euch das an. Das ist ja der absolute Wahnsinn. So. Wonder Bra. Das ist der übliche, obligatorische hinter den Onkel-Guck. Okay, nichts da. Dann sind wir fertig.